was man mal. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Und ja, wir wollten jetzt, was wollten wir in dieser Folge machen? Wir wollten uns um die Dokumente kümmern. Stimmt, da war ja was. Aber dazu muss ich ja schleichen können. Schleichen kann ich. Okay. Will ich mal schauen, ob wir das hinkriegen mit den Dokumenten. Wir müssen ja ins Kloster gehen. Und hier für Dingens, der Novize Barbo wird von Igaras aufgrund einiger Dokumente erpresst. Die Dokumente von Igaras irgendwie organisiert kriegen. Kann ich eigentlich mit ihm noch irgendwas bequatschen? Mit Fester? Hat er was Neues? Ne. Ich kann ihn nur weiterhin verprügeln. Was ich nicht will. Also nicht jetzt zumindest. So. Dann gehen wir mal weiter. In Richtung... In den Wald wollten wir auch nochmal gehen, eigentlich. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist bei unseren Fertigkeiten. Können wir, wir haben noch zwei Lernpunkte so über, können wir über die 100 hinaus skillen? Oder ist 100 die Grenze und dann müssen wir durch irgendwelche Boni uns stärker machen? Das wüsste ich gerne. Ansonsten müsste ich das mit Darion irgendwie gedeichselt kriegen. Dass wir da irgendwie durchgehend nur pennen und dann bei ihm da irgendwie Geld stiften, spenden. Und dann auf Stärke mal weiter nach oben pushen. Würde ich mal vermuten. So, das war noch nicht Kloster. Da hinten war der Kloster. Ich vermisse wirklich den Hechtsprung. Ich vermisse den. Aber komm, wir gehen jetzt dahin und versuchen von Igaras die Dings da zu klauen. Die Dokumente und das Barbo zu geben. Wir brauchen ja die Dingens, die Erfahrungspunkte. Obwohl mit ihm hier müssen wir auch nochmal quatschen, glaube ich. Iskarov, hey. Hat er vielleicht was Neues? Segne mich. Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, der hat hier einen Degen, ein Beil und einen Dolch. Aber, komm, wir können die Dinger mal nehmen. Geben wir halt ein bisschen viel Geld aus. Aber dafür geben wir ihm die Dinger. Und er hat hier Apfeltabak, okay. Sonst hat er jetzt Ring der Leuchtung. Lebensenergiebohnen. Ja, okay. Kann ich ihm sonst noch was andrehen, was ich nicht brauche? Apfeltabak. Dann Kohle kann er auch noch haben und Laborwasserflasche. Okay. Möge Innos allzeit über dich wachen. Jo. Und dann wollten wir jetzt das hier mal aufmachen. Und das hier. Und Olafs Beutel. Wir müssen Olaf finden. Ich weiß nicht, wo der ist oder wer der ist. Wo wir den finden. Aber dem müssen wir auch noch seinen Beutel zurückgeben. Gibt auch auf jeden Fall wahrscheinlich Erfahrungspunkte. So. Jorgensen ist hier. Ich frage auch nochmal Milton. Vielleicht hat er auch nochmal eine Quest. So. Milton
Hat nichts. So, zu weit weg. So, das war ja Barbo. Ich würde jetzt... wir speichern mal hier. Guck ich mal, ob ich hier einfach so rein kann. Was suchst du hier? Kluges Kerlchen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Wenn wir schleichen, können wir hier so rein. Ist hier denn sonst noch... Ne, hier ist sonst niemand. Okay. Nehmen wir alles mit. Schleichen wir mal zum nächsten. Zur nächsten Truhe. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ohne entdeckt zu werden, erwischt zu werden. Okay, nochmal dasselbe. Gut, das heißt, wenn wir jetzt langsam hier wieder rausgehen, ich speichere das mal auf die 7. Aber das war jetzt nicht das, was sie gebraucht hatte oder haben wollte. Darf ich hier rein? Okay, das Geräusch hat mir kurz Angst gemacht. Schatzkammer. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, hier kann ich nicht einfach so rein. Wo führt das hin? Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Okay, da darf ich nicht hin. Darf ich da hin? Talamon. Garvik. Was ist das hier für ein Raum? Was ist das hier für ein Raum? Hier werden die heiligen Reliquien des Klosters aufbewahrt. Welche Reliquien? Hier ruht Innos Hammer und der Schild des Feuers. Sie sind die wichtigsten Reliquien der Innoskirche außerhalb der Reichshauptstadt. Erzähl mir was über den Schild. Erzähl mir was über den Schild. Der Schild des Feuers wurde von Dominique in der Schlacht auf den südlichen Inseln getragen. Doch die Macht des Schildes soll nie wieder benutzt werden. Deshalb haben wir ihn an die Wand genagelt. Und erzähl mir was über den Hammer. Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der heilige Hammer von Innos. Mit diesem Hammer erschlug der heilige Roba den steinernen Wächter. In den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter unverwundbar war. Wie ein Turm stand er in der Schlacht und die Waffen seiner Feinde zerbrachen an seiner steinernen Haut. Mit Innos Namen auf den Lippen stürzte sich Roba auf das Ungeheuer und mit einem mächtigen Hieb seines Hammers zerschmetterte er das Wesen. Okay, kann das sein, dass wir den dann brauchen, heiliger Hammer? Wenn wir... Oh, Innos-Statue, bitte seid in der... Ja! Okay, nice. Hier. Geschicklichkeit plus... Oh, komm. Kein Geschick, bitte. Kann das sein, dass wir den brauchen? Haben wir einen Schlafzauber?
So, Feuerball, Eisblock, schwere Wundenheit, Feuerpfeil. Wir haben keinen Schlafzauber. Schade. Aber okay, gehen wir mal wieder zurück. Ich gehe mal davon aus, dass wir den brauchen werden, wenn wir nach Jakenda gehen wollen. So, was ist das hier für ein Raum? Neoras. Hey, du. Was? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? Kann ich bei dir lernen? Kann ich bei dir lernen? Ich gebe mein Wissen nur an Angehörige unserer Kirche weiter. Okay, kannst du mir einen Trank brauen? Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich kann jeden Trank brauen. Gut. Nicht so schnell, du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Okay, braue mir ein Extrakt der Heilung, ein Mana-Extrakt, ein Trank der brauche ich jetzt nicht. Gibt es hier noch mehr? Tränke heilender Kraft und ihre Zutaten. Essenz der Heilung, 2 Heilpflanzen. Extrakt der Heilung, 2 Heilkräuter. Elixier der Heilung, 2 Heilwurzen. Jegliche Arbeit am Alchemietisch erfordert eine Laborwasserflasche, die während des Prozesses verbraucht wird. Für das Brauen von Tränken der Heilung oder der Stärkung der magischen Kraft benötigt der Anwender neben der speziellen Zutat immer eine Pflanze Feldknöterich. Oh. Die wir einfach immer wieder gefressen hatten. Okay. Für das Brauen von Tränken, die permanente Veränderung des Körpers oder Geistes bewirken, benötigt der Anwender immer eine Pflanze Kronstöckel. Ich wollte schon sagen, geht der jetzt auch mal? Ja, das habe ich andauernd gefressen. So. Nee, das interessiert mich jetzt eher weniger. Ich hoffe, hier geht es wieder raus. Speicher noch einmal. Komm, hier speichern wir wieder auf die 1. Was suchst du hier? Geh! Kluges Kerlchen. Ja, okay. Gorax? Ich brauche ein paar Dinge. Ich brauche ein paar Dinge. Ach so. So, okay, die Dinge. Warte mal. Stab der Feuermagie, Zauberstab, rostiger Zweihänder, rostige Axt. Der hat sonst nichts. Aber die Dinger, die will ich gerne immer noch haben. Die Heiltränke. Und komm, wir brauchen die Feuernesseln ja nie. Wir nutzen das ja nicht. Feuerkraut brauchen wir auch nicht. Dann Feuerwurzel auch nicht. Snapperkraut, ich glaube, die brauchen wir nicht. Und Sumpfkraut an sich auch nicht. So. Hier, den Dolch darfst du haben. Und die Dinger. Echter Seemannsgrog. Und weißer Rum. Ach komm, den weißen Rum darfst du haben. So, Feuerfall nutzen wir nicht. Schwere Wunden einbauen. Eisblock nutzen wir nicht. Feuerball nutzen wir auch nicht. Mittlere Wunden heilen und großer Feuersturm. Was ist denn das? Botschaft. Ah ja, Wattra schreiben für Saturas. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Okay. So, Novize. Was haben wir hier? Wein.
Okay, auf der Seite gab es jetzt nichts. So, wie sieht's mit der Seite aus? Schlüssel. Warum lag hier jetzt ein Schlüssel rum? Darf ich hier rein? Hyglas? Ich bin Meister Hyglas, Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. Was studierst du, Meister? Meine Forschungen beziehen sich auf das Feuer, die Macht Innos. Es ist sein Geschenk und zugleich eine mächtige Waffe. Und ich erschaffe Runen, in denen diese Kraft ruht. Okay. Ein Buchständer. Was steht hier? Ah, okay. Hier wird nur gezeigt, wie man Runen erschafft. Wer ist denn das? Karras. Was suchst du hier? Ich habe das Auge Innos zurückgezeigt. Was genau ist deine Aufgabe? Was genau ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist, für die Kunst einen Diener zu rufen. Zudem besitze ich einige interessante Spruchrollen, die Gorax nicht hat. Okay. Was macht das Studium? Was macht das Studium? Der Feind hat viele Gesichter. Welche unter ihnen die größte Bedrohung für das Kloster darstellen, ist verdammt schwierig zu bestimmen. Okay. Ich habe übrigens das Auge Innos zurückgebracht. Ich habe das Auge Innos zurückgebracht. Ich bin erleichtert, dass es dir gelungen ist, dem Feind das Auge zu entreißen. Eigentlich habe ich es gar nicht. Die Gefahr ist nicht gebannt. Das Böse schmiedet weiterhin Pläne und geht ungewöhnlich aggressiv vor. Das ist mir auch schon aufgefallen. Mach dich nicht über mich lustig. Die Lage ist ernst, sehr ernst. Und wir wissen nicht, auf wen wir uns verlassen können. Dem Feind ist es schon gelungen, den Novizen Pedro in Versuchung zu führen. Auch bei vielen anderen könnte er Erfolg haben. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier? Ring der Unbezwingbarkeit. Schutz vor Magie, Schutz vor Feuer, Schutz vor Feind. Okay. Der hat nichts, was ich haben will. Okay, hier gibt's einige. Buchständer, sag ich jetzt mal. Ich mach mal zu, damit er mich jetzt nicht anmeckert. Was schleichst du denn da raus? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ach, hier gibt's keine Truhen. Darf ich überhaupt rein? Marduk? Niemand darf gegen die Götter. Gibt es Neuigkeiten? Gibt es Neuigkeiten? Der Feind ist anscheinend schon bis in die Stadt vorgedrungen. Was meinst du? Einer der Paladine, Lothar, ist auf offener Straße ermordet worden. Ja, dann wissen wir schon. Am helllichten Tag. Es ist schon weit gekommen, aber ich fürchte, das ist erst der Anfang. Was wird jetzt passieren? Bennett ist unschuldig. Bennett ist unschuldig. Der Zeuge hat gelogen. Woher weißt du das? Ich habe Beweise gefunden. Manchmal glaube ich, dass Verrat und Gier unsere größten Feinde sind. Was wird jetzt passieren? Was wird jetzt geschehen? Ein Mord, zudem an einem Paladin, ist ohne Zweifel eines der schwersten Verbrechen überhaupt. Der Mörder wird ohne jeden Zweifel zum Tode verurteilt werden. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Okay. Speicher noch einmal. Komm, wieder auf die 2. Versuche ich mal hier reinzugehen. Darf ich hier rein? Das habe ich auch gesagt. Na bitte, geht doch. Wieso darf ich da nicht rein? Da ist so ein Schrein von Innos. Warum darf ich da nicht rein? Darf ich hier rein? Das liegt doch auf der Hand. Ich werde mich
Geh mal darüber und knack diese Truhe auch nochmal. So, da war ein Fisch drin auf jeden Fall. Ist nur die Frage, was für ein Fisch? Igarus-Truhe. Ah! Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Was hattest du denn da drin zu suchen, ne? Das liegt doch auf. Nichts. Nichts. Ich habe da drin nichts gemacht. Igarus-Truhe gefunden, aber ohne Schlüssel komme ich da nicht weiter. Wo finde ich den Schlüssel jetzt von Igarus? Nice. Okay, jetzt einmal kurz wieder rausschleichen. Aber immerhin Igarus Truhe gefunden. Glaubst du wirklich? Wie sieht's da aus? Ich fange mal mit der Truhe hier an. Und dann würde ich zusehen, dass ich irgendwie an den Schlüssel komme. Nein! Okay, noch mehr Zauber, noch mehr Gold. Und auf zur nächsten Truhe. Ah, nein. Ah, okay. Da war nur 45 Gold. Okay. Ich hoffe, mich wird hier jetzt keiner erwischen. Wir wissen zumindest, wo Igarus Truhe ist. Nur wo Igarus Schlüssel ist, das wissen wir noch nicht. Ich hoffe, in einer der Truhen, die hier sind, finden wir das. Achso. Okay, Dolch und nochmal Gold und noch ein paar Mana-Tränke. So, wo finden wir jetzt Igarus Schlüssel? Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel gefunden, aber... nicht Igarus Schlüssel. Jetzt ist die Frage, wofür war der Schlüssel, den wir entdeckt hatten? Das ist doch nichts Neues. So. Igarus. Hey, du. Wir müssen uns mal über Babo unterhalten. Wir müssen uns mal über Babo unterhalten. Ja? Was ist denn los? Ja, du hast etwas, das Babo gehört. Du hast etwas, was Babo gehört. Was soll das sein? Ein paar Papiere und Babo hätte sie gern zurück. So, hätte er das. Das kann ich mir denken. Leider würde ich sie gerne behalten, was uns irgendwie in eine Zwickmühle bringt. Hm? Wie viel willst du für Babos Papiere? Wie viel willst du für die Papiere haben? Eigentlich sind sie fast nicht zu bezahlen. Sowas bekommt man hier echt selten zu Gesicht. Aber ich habe keine Lust, wegen so ein paar Goldstücken meine Zukunft aufs Spiel zu setzen. 300 Goldstücke. Und du kannst mit den Papieren machen, was du willst. Was sollte Babo für dich tun? Wenn ich gewusst hätte, dass sich der Kleine wegen ein paar Sumpfkrautpflanzen gleich in die Hose macht, hätte ich dafür gesorgt, dass jemand anderer den Klostergarten pflegt. Er soll Sumpfkraut anpflanzen? Natürlich. Seitdem kein Zeugs mehr aus der Barriere kommt, ist der Preis in der Stadt um das Dreifache gestiegen. Es wäre für alle Beteiligten ein gutes Geschäft gewesen. Aber Babo wollte nicht mitspielen. Wo hast du die Papiere? Nun,
Ich habe sie natürlich nicht bei mir. Ich fürchte, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Wo sind sie? Ich habe sie sicher eingeschlossen. Und den Schlüssel wirst du nicht von mir bekommen. Ja, ich will die Papiere kaufen. Ich will die Papiere kaufen. Pass auf, ich kann hier jetzt nicht weg. Ich gebe dir den Schlüssel zu meiner Truhe. Da ist sowieso nichts anderes drin. Okay. Also so einfach kriegen wir es. Darf ich jetzt hier einfach so rein? Was suchst du hier? Geh! Finger weg da! Ich geh doch schon! Was hattest du denn da drin zu suchen, ne? Der arme Kerl kann einem leid tun. Ist er noch böse auf mich? Ich handle stets in Innos Namen. Okay, der ist nicht mehr böse auf mich. Sollte nur die Diebstahl ist ein Verstoß gegen die Regeln des Klosters. Diese Verfehlungen müssen bestraft werden. So will es das Gesetz, Innos. Du wirst eine entsprechende Spende an das Kloster zahlen. Wie viel? 50 Goldstücke. Oh, ich dachte schon. Ich will die Strafe zahlen hier. Ich will die Strafe zahlen. Ich nehme deine Spende an. Deine Verfehlungen sind dir vergeben. Möge Innos dir die Weisheit schenken, nicht nochmal den gleichen Fehler zu machen. Okay, das war aber jetzt kein, ich durfte das nehmen. Okay, hier, Babo, ich habe deine Dokumente. Ich habe deine Dokumente. Wirklich? Danke. Du hast mich gerettet. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ja, ja, beruhige dich wieder. Sind es auch wirklich meine? Bist du dir sicher? Zeig her. Hier sind sie. Hier sind sie. Ja, sie sind vollständig. Hast du sie angeguckt? Tut das was zur Sache? Nein. Hauptsache, ich habe sie wieder. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder ruhig schlafen. Hätten wir die angucken sollen? Bist du zufrieden mit deiner Aufgabe? Bist du zufrieden mit deiner Aufgabe? Es geht schon. Aber ich muss jetzt weitermachen, sonst werde ich heute nicht fertig. Ich will nicht schon wieder bis tief in die Nacht arbeiten, damit ich meinen Soll erfülle und keinen Ärger bekomme. Okay. Was? Wofür war eigentlich der Schlüssel, den ich jetzt Ohne bekommen hatte? Ohne richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das sind doch alles nur Gerüchte. Okay, es ging aber auch nur um Sumpfkraut, so wie ich das festgestellt habe. Dann gucken wir mal. Was haben wir jetzt noch offen? Snapperkrallen, das riecht das Lakai. Schattenläufer, Hörner für Bastard, Diegos Gold. Die Teleportsteine. Teleportsteine in der Nähe der Taverne zu Toten Habie führt zum Portal der mysteriösen Erbauer. Hatten wir das nicht gemacht? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Da hatten wir doch gemacht. Wem soll ich davon erzählen? Ich glaube, wir müssten da demnächst mal wieder hin. So, Jorgensen chillt hier wieder. So. Wir gehen aber jetzt auch noch einmal kurz zur Toten Harpie. Und dann muss ich überlegen, was wir dann in der nächsten Folge machen. Das Richters Lakai, was war das hier jetzt genau? Lee will, dass ich etwas Belastendes gegen den Richter von Corinus finde. Ich soll dem Richter meinen Dienst anbieten und dabei die Augen öffnen. Komm, das machen wir in der nächsten Folge. Würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.